Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborene und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Im August läuft es nicht immer rund, weil Pläne ins Stocken geraten oder Zusagen nicht eingehalten werden. Aber ihr lasst euch dadurch den Spaß nicht verderben. Zwillinge in fester Beziehung können in der zweiten Monatshälfte gemeinsame Ziele erreichen. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, weil es irgendwo hakt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Im August wechselt die wilde Lilith ins Zeichen Wassermann und geht in einen positiven Aspekt zu eurem Sternzeichen. Dazu gibt es ein neues Video-Special von mir. Darin erfahrt ihr auch, was der neue Lilith-Transit für euer Sternzeichen bedeutet. Aus diesem Anlass verlose ich im August eine Lilith-Beratung. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, darüber könnt ihr euch jederzeit in meinem Jahreshoroskop informieren. Das gibt's als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Und weil das halbe Jahr jetzt rum ist, könnt ihr mein Buch ab sofort zum halben Preis erwerben. Die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den August schauen. Insgesamt sind die Konstellationen für euch nicht so schwierig, aber es kann natürlich sein, dass andere Leute, mit denen ihr Vereinbarungen trefft oder zusammenarbeitet oder als Partner eng zusammen seid, zu kämpfen haben. Der Monat beginnt mit der Sonne im Löwen. Die steht jetzt in Verbindung zum Mondknoten und das ist gut für alle flirtwilligen Zwillinge. Auch der Merkur steht dabei, ist allerdings rückläufig. Und weil es euer Herrscher ist, kann euch das schon beeinflussen. Er steht im dritten Haus der Kommunikation. Vielleicht fallen euch manchmal nicht die richtigen Worte ein oder ihr vergesst Sachen oder wichtige Informationen gehen euch verloren oder kommen nicht bei euch an. Diese Phase geht noch bis zum 19. Deswegen tragt euch alle Termine sorgfältig im Kalender ein und lasst euch Zeit, damit ihr nicht in Eile irgendwas vergesst oder überseht. Die Venus steht in der Jungfrau in eurem Haus der Familie und wahrscheinlich habt ihr viel Besuch. Der Aspekt kann euch aber auch ein bisschen träge machen. Ihr könnt ja Aufgaben verteilen, damit die anderen auch mithelfen. Der Mars steht im Wassermann und ist weiterhin rückläufig bei euch im Haus der Reisen. Wundert euch also nicht, wenn bei euren Urlaubsplänen nicht alles so läuft, wie ihr es euch vorgestellt hattet. Der Aspekt selber ist aber harmonisch und ihr seid flexibel. Deswegen kann es durchaus sein, dass Planänderungen sich letztlich zu euren Gunsten entwickeln. Wenn ihr keinen Urlaub habt, sind die Aspekte recht produktiv für euch, besonders in der zweiten Monatshälfte. Der einzige wirklich schwierige Aspekt für euch ist die Spannung zu Neptun, der mitten in den Fischen steht. Vor allem, wenn ihr zwischen dem 3. und 8. Juni Geburtstag habt, müsst ihr aufpassen, nicht auf falsche Versprechungen hereinzufallen und euch auch selbst um klare Signale bemühen, damit ihr nicht missverstanden werdet, vor allem solange auch der Merkur rückläufig ist. Im Job kann die Konstellation anzeigen, dass euer Chef sich nicht klar ausdrückt oder dass ihr nicht wisst, woran ihr seid. In der zweiten Monatshälfte kommt aber mehr Klarheit hinein. Am 6. August geht die Lilith ins Zeichen Wassermann und beginnt dann eine neunmonatige Reise durch euer neuntes Haus der Reisen und der Philosophie. Das ist ein sehr inspirierender Aspekt für euch. Und mehr darüber erfahrt ihr in meinem Special Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Im August trifft Lilith sich dabei mit dem Mars und unter diesem Einfluss könnte sich für euch eine leidenschaftliche Romanze mit jemandem aus einem fremden Kulturkreis ergeben. Passt aber auf, dass die Person nicht bereits gebunden ist und sich dadurch vielleicht Schwierigkeiten ergeben. Trotzdem kann ein solches Erlebnis euch sehr anregen und inspirieren. Am 7. August wechselt die Venus ins Zeichen Waage und bildet dann bis zum Monatsende einen sehr schönen Aspekt zur Zwillinge-Sonne, der viel Lebensfreude und Spaß an schönen Dingen und auch sinnliche Erotik verspricht. Aber noch bis zum 11. August solltet ihr dabei aufpassen, nicht mit jemandem aus dem Freundeskreis anzubandeln. Das könnte zu verletzten Gefühlen führen. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, könnte es auch einen Konflikt geben, weil ihr heitere Momente mit Freunden verbringt und sich euer Schatz dadurch zurückgesetzt fühlt. Am 11. August ist dann der Neumond im Zeichen Löwe und anschließend entspannt sich die kosmische Lage wieder.
Für die Neumond-Meditation eignet es sich, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr noch Neues lernen möchtet. Oder wenn ihr selbst mit Worten kreativ seid, mit welchem Thema ihr euch als nächstes beschäftigen wollt. Ihr solltet aber noch nicht drüber reden, solange der Merkur noch rückläufig ist und der wird am 19. August wieder direktläufig. Genau. Und dann am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht dann die Sonne ins Zeichen Jungfrau und aktiviert für die kommenden 4 Wochen euer viertes Sonnenhaus der Familie und der Heimat. Bis zum 28. habt ihr dann sehr schöne Aspekte, die eurer festen Partnerschaft und eurem Familienleben zugutekommen. Wenn ihr alleinstehend seid, ist das eine besonders schöne Zeit für spirituelle Arbeit und Meditation oder auch, um in einem gemütlichen Zuhause neue Kraft zu tanken. Wenn ihr auf Wohnungssuche seid, könnt ihr auf unerwarteten Wegen ein neues Heim finden. In diese Zeit fällt auch der Vollmond vom Sonntag, den 26. August. Er steht in Spannung zur Zwillinge-Sonne und kann ein Geheimnis auffliegen lassen. Aber wahrscheinlich führt das dazu, dass ihr euch hinterher wohler fühlt, weil die Sache nun endlich auf den Tisch gekommen ist oder weil ihr für euch selbst erkannt habt, wo jemand es nicht ganz ehrlich mit euch meinte. Spätestens zu Vollmond bemerkt ihr dann auch, dass eure Ideen und Gedanken, die ihr euch zu Neumond gemacht habt, jetzt Gestalt annehmen und es ist eine gute Zeit, um etwas zu veröffentlichen. Am 27. August wird der Mars wieder direktläufig und auch wenn es noch ein paar Wochen dauert, ehe sich alles wieder normalisiert hat und in vollem Tempo läuft, könnt ihr euch doch darauf freuen, dass jetzt in viele Vorgänge und Vorhaben wieder mehr Bewegung reinkommt. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.